Aber Holger Hübner ist trotzdem nicht für alles, was wir vorhaben. Wir wollten bei der zweiten Inszenierung hier auf dem Wacken von Cantus Beranus, wollten wir Elefanten mitbringen. Da war er dagegen. Der Regen hat aufgehört, die Sonne ist raus und wie passend dazu Corvus Corax bei uns, Castus und Norri. Tag schön. Ihr habt ja schon viele ambitionierte Projekte gemacht. Zum Beispiel Cantus Beranus, die Carmina Burana mit Orchester neu vertont. Und auch jetzt als Corvus Corax habt ihr schon wieder was, was man nicht mal eben so aus dem Ärmel schüttelt. Nämlich 3 Jahre Vorbereitung für Der Fluch des Drachen. Was steckt dahinter? Wir mussten dafür ein neues Wort erfinden. Wir nannten das Ganze Fantastical. Das ist ein Fantasy-Musical. Das ist aber nicht wie ein Musical sonst, sondern da spielt eben ein mittelalterliches Ensemble mit. Also wir spielen unsere alten Instrumente. Wie jetzt bei dem Projekt haben wir 80 verschiedene Instrumente eingesetzt. Und es geht eben, es ist Fantasy, aber trotzdem hat es eben viel mit Mittelalter zu tun. Ne? Also so wie die Leute sich so ein bisschen das Mittelalter vorstellen. Und natürlich mit Drachen, Prinzessin, König. Also wir haben voll ins Klischee gegriffen. Der ganze Schnickschnack, der dazu gehört, genau. Ist das halt eher so mit Hörspielcharakter oder komplett mit Musik? Naja, das ist schon so eine Mischung. Wir haben den Johannes Steck, der auch bei den Zwergen bei uns auch schon mitgemacht hat, was wir zusammen organisiert haben. Wir haben eine Geschichte, die erzählt wird. Und das Ganze ist aber mit Musik auch immer noch untermalt und zwischendurch wird die Geschichte mit Liedern, was dann so in diesem Musical-Charakter bekommt, irgendwie weitergeführt. Und ja, ist eine Mischung aus Geschichte, Musical, Konzert, wenn wir das dann auf die Bühne bringen. Ihr habt so schon noch nicht ganz Profi-like eine CD mitgebracht. 3 Stück sind da drin, ne? Ja. Also zwei CDs ist sozusagen die Geschichte mit der Musik und dann gibt es mal nochmal eine extra CD, wenn man nur die Musik hören will. Und ihr habt ja auch sehr viele namhafte Gäste dabei, ne? Alea von Saltatio Mortis. Holly Lohse. Die Jean. Ja, Jean von Krypteria. Den Holly von Letzte Instanz haben wir dabei. Katja, die inzwischen allerdings Ex-Faun ist. Die Faun-Leute selber haben auch alle komplett mitgemacht. Maxi, eine Jazz- oder Musical-Sängerin. Markus Gorstein, einigen bekannt als Jesus Christus. Also bei Jesus Christ Superstar hat er den Jesus gesungen. Mit dem haben wir auch zusammen die Musik geschrieben. Wenn da so eine große Story ist, mit zig Rollen, Charakteren, die Musik dazu anzupassen, das ist ja schon eine Aufgabe. Wie ist das denn entstanden? Hand in Hand mit dem Text? Den Text hat Markus Heitz geschrieben, also vielen bekannt eben aus der Fantasy-Szene. Das ist eigentlich der Fantasy-Autor in Deutschland. Und wir haben eben vorher die Zwerge mit ihm gemacht. Das war so damals sein erfolgreichstes Buch. Und haben gesagt, wir müssen jetzt mal extra mit dir etwas erfinden, etwas Neues, wo wir eben dann auch noch ein neues Wort erfinden mussten, um das Ganze zu erklären. Und er hat uns die Story geschrieben, wir haben dann Musik dazu gemacht. Und eben mit unseren mittelalterlichen Instrumenten. Aber da haben wir, genau wie bei Cantus Beranus, uns eben ein anderes Hilfsmittel genommen. Diesmal nicht ein Orchester, sondern eben auch Keyboards, Sampler, dass das Ganze eben auch wie Filmmusik klingt. Wenn ich jetzt die Story so überlege, mit Drachen und Rittern und sowas, habt ihr auch Interesse an Rollenspielen? Wir selber an sich nicht, oder der Norri schon. Kommt drauf an. Also ja. Wir haben ja vorgestern in der Nähe von Hannover auf so dem größten Con eigentlich gespielt, Conquest, und da ist mir dann, das war so wie so ein Flashback, weil ich irgendwie Anfang der 80er irgendwie mit Kumpels rumgehangen habe und wir haben mit Schwarze Auge gespielt, einfach das ganze Wochenende durch, was weiß ich, 70, 80 Stunden, fast ohne Schlafen halten, das war so eine Art Vorläufer von der ganzen Sache und Fantasy war für mich immer schon eine große Nummer. Ich hätte aber nie gedacht, dass das mal so groß wird, also dass da jetzt einfach so wie vorgestern einfach 10.000 LARPer sind, die alle komplett dabei sind, sich in Klamotte werfen und dann in die Schlacht ziehen. Wahnsinn. Also wir haben, kurz bevor wir unser Konzert angefangen haben, kamen 200 Untote aus dem Wald heraus. Und ich bin dann da vorbeigelaufen und habe die so angegrinst. Aber nee, die spielen. Da durfte keiner grinsen, die waren ja tot. Ne? Und Tote grinsen nicht. Ihr spielt ja auch bei den Wacken Winter Nights, ne? Ist für uns immer sehr interessant, wie das umgesetzt wird. Weil normalerweise machen wir das im Theater. Aber jetzt bei den Wacken Winter Nights, das ist eine Herausforderung. Aber wir haben ja mit Cantus Beranus schon 3-mal hier auf dem Wacken gespielt und die Leute waren begeistert. Das hat ja auch Tradition. Also wir sagen erstmal ja und dann kicken wir, wie wir machen. Das war nämlich damals, als wir das erste Mal, 2005,
unser Orchesterwerk hier aufgeführt haben, Cantus Buranus, da hatten wir vorher mit dem Hübner geredet und der wollte uns unbedingt haben, aber er hat noch nie was von gehört. Wir haben ihm nur erzählt, was wir vorhaben, hat er gesagt, ich buche euch. Einfach nur für die bekloppte Idee. Das ist ja Irrsinn. Und wir wussten selber ja nicht, wie wir das machen. Ja, und dann haben wir hier gespielt und war mega fett. Aber Holger Hübner ist trotzdem nicht für alles, was wir vorhaben. Wir wollten bei der zweiten Inszenierung hier auf dem Wacken von Cantus Buranus, wollten wir Elefanten mitbringen. Da war er dagegen. Ja, hatten wir schon organisiert, aber er hat gesagt, das geht zu weit. Elefanten auf die Bühne. Ja, na, eigentlich sollten die Diva anbringen und sollten durchs Publikum gehen. Da hatte er einfach Angst, dass die vielleicht dann durchdrehen und dann vielleicht doch 1000 Tote oder haben wir die, im Matsch stecken bleiben. Haben wir die Elefanten dann weggelassen.